Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen in der Sprechstunde Altona. Mein Name ist Dr. Jan-Philipp Buschmann. Ich bin Oberarzt in der Klinik für Neurologie hier in Altona und werde Ihnen heute etwas zum Thema Kopfschmerz erzählen. Kopfschmerz, eine Volkskrankheit, ist das Thema der heutigen Präsentation. Zunächst einmal für Ihre Orientierung. Zunächst werde ich einmal vorstellen, wie der Kopfschmerz definiert ist, werde im Weiteren darauf eingehen, was in Deutschland als Klassifikationssystem angewendet wird, um dann einmal zu dem wichtigen Punkt zu kommen, dass Sie vor diesem Verständnis dann verstehen können, warum es so wichtig ist, ein Kopfschmerztagebuch zu führen. In einem weiteren, eher klein gehaltenen Teil werde ich dann darauf eingehen, wann ein akuter, neu aufgetretener Kopfschmerz als Notfall zu werten ist und dazu führen sollte, sofort ärztliche Hilfe zu suchen, um dann im dritten Teil, der sicherlich den größten Teil der Präsentation ausmacht, auf die großen Kopfschmerzerkrankungen, die sogenannten primären Kopfschmerzerkrankungen, wie zum Beispiel die Migräne, einzugehen. Zum Schluss haben Sie dann die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Zur Definition des Kopfschmerzes. Kopfschmerz ist definiert als ein Schmerz im Kopfbereich. Überraschung. Zum Schmerz. Schmerz, sagt die Weltschmerzorganisation, ist ein Gefühlserlebnis, was verknüpft ist mit einer entweder tatsächlichen, also schon eingetretenen Gewebeschädigung oder einer drohenden Gewebeschädigung. Und das Zauberwort hier, es ist damit verknüpft. Wir haben es also erlernt. Es bedeutet nicht unbedingt, dass eine Gewebeschädigung vorhanden ist oder eintreten muss. Das ist zum Beispiel der Fall bei den primären Kopfschmerzerkrankungen, wie zum Beispiel der Migräne, weil da kommt es ja in der Regel nicht zu einer Schädigung am Gehirn. Kopfschmerz liegt dann vor, wenn der Schmerz oberhalb der sogenannten Orbitomeatallinie vorliegt, also die im Bild rot eingezeichnete Linie, nämlich oberhalb der Oberkante der Augenhöhle in Verbindung zum äußeren Gehörgang. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, kann man erstmal davon reden, dass ein Kopfschmerz vorliegt. Doch wie klassifiziert man das Ganze jetzt? Es ist nämlich speziell bei den primären Kopfschmerzarten, ist es schwierig, die Diagnose zu stellen, denn es gibt ja, weil keine Schädigungen im eigentlichen Sinne am Gehirn vorliegen, gibt es keine bildgebenden Befunde, wie zum Beispiel ein MRT, was man machen kann, um dann zu sagen, die Diagnose ist Migräne zum Beispiel. Und es gibt auch keine Laborwerte. Das hängt wirklich sehr wesentlich davon ab, was der Patient an Symptomen berichtet. Ich habe hier schon geöffnet die nächste Folie, die Ihnen die internationale Klassifikation der Kopfschmerzen zeigt. Die liegt in einer deutschen Übersetzung vor und ist in drei Kapitel eingeteilt. In Kapitel 1 finden Sie die primären Kopfschmerzen, die ich ja schon erwähnt habe, wie zum Beispiel die Migräne oder ein Kopfschmerz vom Spannungstyp. Außerdem findet man dort auch die sogenannten trigeminoautonomen Kopfschmerzen, also Kopfschmerzen, die eine Beteiligung des Gesichtsnervens aufweisen und autonome Mitbeteiligung zeigen, wie zum Beispiel ein tränendes Auge. Da gibt es verschiedene Erkrankungen von. Die häufigste ist der sogenannte Clusterkopfschmerz, auf den ich nachher ja auch noch eingehen werde. Der Teil 2 beschäftigt sich dann mit den sogenannten sekundären Kopfschmerzen, also Kopfschmerzen, die an sich ein Symptom einer anderen zugrunde liegenden Erkrankung sind. Hier möchte ich beispielsweise einmal auf diesen Punkt 5 eingehen. Kopfschmerz zurückzuführen auf eine Verletzung oder ein Trauma am Kopf. Das wäre typischerweise ein Kopfschmerz, der auftritt nach einer Gehirnerschütterung. Ein anderes Beispiel aus dem Leben gegriffen ist Punkt 8 zum Beispiel, Kopfschmerz zurückzuführen auf eine Substanz. Das wäre ein Katerkopfschmerz zum Beispiel. Oder
im gleichen Kapitel aufgeführt, zurückzuführen auf den Entzug einer Substanz. Das ist die mir sehr wichtige Gruppe auch der Kopfschmerzen durch Übergebrauch von Schmerz- oder Migränemitteln, auf die ich nachher auch noch eingehen werde. Teil 3 beschäftigt sich dann mit Schädigungen an Nerven und anderen Gesichtsschmerzen. Hierauf möchte ich in diesem Rahmen nicht eingehen. Wenn man dann tiefer in diese Klassifikation hineinschaut, sieht man, dass das hierarchisch aufgebaut ist und die einzelnen Kopfschmerzerkrankungen dann in ihre Feinheiten aufteilt. Hier habe ich Ihnen einmal beispielhaft das Kapitel Migräne gezeigt. Es gibt ja die Migräne mit und ohne Aura und noch andere Migräneformen, wie zum Beispiel die chronische Migräne und zum Beispiel Komplikationen der Migräne wie ein Status Migrinosus, also ein Migräneanfall, der innerhalb von 3 Tagen nicht beendet ist und auch nicht auf Standardmedikation reagiert. Ich zeige Ihnen das schon an diesem Punkt der Präsentation, um einmal beispielhaft zu zeigen, dass für jede Kopfschmerzerkrankung relativ genaue Kriterien aufgeführt sind bezüglich des Schmerzcharakters, bezüglich der Dauer des Schmerzes und bezüglich der Begleiterkrankung. Weil das so ist, ist es essentiell, dass Sie als Patient, wenn Sie vorm Arzt sitzen und befragt werden über den Kopfschmerz, dass man dann ziemlich genau berichten kann, wie dieser Schmerz ausgeprägt ist. Und eine wichtige Hilfestellung dafür ist das Kopfschmerztagebuch. Diese Kopfschmerztagebücher gibt es in verschiedenen Quellen. Ich möchte Ihnen hier einmal Standardquelle, also die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft vorstellen. Das ist die deutsche Fachgesellschaft, die sich mit Kopfschmerzen beschäftigt und entsprechend auch ein gutes Online-Angebot zu diesem Thema auch für Sie als Patient hat. Und man kann sich auf der Seite www.dmkg.de entsprechende Kopfschmerzkalender herunterladen. Es gibt verschiedene, es gibt welche für Migräne, es gibt welche für Spannungskopfschmerzen, es gibt welche für Clusterkopfschmerzen. Und in der Folge, in der nächsten Folie, zeige ich Ihnen einmal, wie das Ganze funktioniert anhand des Kopfschmerzkalenders für Migränepatienten. Alternativ zu diesen PDF-Files, die man sich selbst runterlädt und ausdrucken kann, gibt es noch die Möglichkeit, sich eine App aufs Handy runterzuladen, entweder auch angeboten von der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft oder was ich auch noch empfehlen kann als Alternative wäre zum Beispiel die App von der Kopfschmerzklinik Kiel, die zusätzlich noch so Möglichkeiten bietet, wie ein Audioführer zum Erlernen der progressiven Muskelrelaxation nach Jacobsen. Das ist auch ein Tool, was bei der Behandlung von Kopfschmerzen sehr wichtig ist. Wie sieht so ein Kopfschmerzkalender nun aus? Er bildet jeweils einen Monat ab. Hier oben im Feld Monat können Sie den jeweiligen Monat markieren, Mai 2015, und haben dann in den jeweiligen Zeilen 1 bis 31 für den jeweiligen Tag des Monats die Gelegenheit, Ihren Kopfschmerz zu dokumentieren. Das Ganze hat 3 Teile. Es wird einmal gefragt, gibt es Auslöser? Der Kopfschmerzkalender bietet einige Vorlagen für die Auslöser des Schmerzes, relativ weit unten, links unten in diesem Kästchen, zum Beispiel mit 1 kodiert Aufregung oder Stress oder zum Beispiel die Erholungsphase, was typisch wäre zum Beispiel für eine sogenannte Holiday-Migräne, eine Migräne, die typischerweise bei Nachlassen des Arbeitsstresses unter der Woche am ersten Wochenendtag auftritt. Das wäre ein typischer Auslöser, den Sie dann mit 2 im Feld Auslöser markieren könnten. Dann ist nach der Schmerzstärke gefragt. Die Schmerzstärke ist kodiert nach der sogenannten numerischen Analogskala, auf der 0 kein Schmerz ist
Und 10 ist der maximal stärkste Schmerz, den man sich vorstellen kann. Ich sage da gerne zum Patienten, 10 ist Hand abhacken ohne Narkose. Die Dauer sollte vermerkt werden und der Charakter des Schmerzes soll vermerkt werden. Auch das ist vorgegeben. Es geht entweder darum, ist es ein pulsierender, stechender Schmerz, ist es eher ein dumpf drückender Schmerz, ist der Schmerz einseitig, ist er eher beidseitig und gibt es Vorboten. Das wäre so etwas wie Abgeschlagenheit oder was man auch zeitweise mal hört von speziell auch Migränepatienten, wäre so etwas wie eine erhöhte Frequenz des Wasserlassens vorher. Auch das ist wichtig zu erkennen, denn wenn man als Patient seine Vorboten besser kennt, könnte man auch frühzeitig ein Medikament einnehmen, um zu verhindern, dass der eigentliche Kopfschmerz durchbricht. Wichtig sind dann die Begleitsymptome. Hier kann man vermerken, hatte man Übelkeit oder Erbrechen, gibt es eine Lärm- oder Lichtscheu oder gibt es andere Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel eine Geruchsempfindlichkeit. Letzten Endes sind das ja alles Symptome, die darauf hinweisen, dass der Reizfilter relativ weit offen ist, typischerweise bei Migränepatienten in der Attacke. Es kann aber auch was anderes sein, wie zum Beispiel eine verstärkte psychische Reizbarkeit. Der dritte Teil bildet dann ab, wie die Therapie wirkt. Das ist aus zwei Gründen wichtig. Ein Grund ist, dass man die Therapie überwachen muss. Man möchte wissen, hilft das eingenommene Medikament überhaupt? Muss ich dort was ändern? Und wichtig auch im Hinblick auf den schon angesprochenen Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch ist es, einmal zu dokumentieren, wie häufig werden denn wirklich Kopfschmerzmittel eingenommen, um auch darauf frühzeitig reagieren zu können und zum Beispiel frühzeitig auch dahin zu wirken, dass ein Medikamentenwechsel und gegebenenfalls auch die Einleitung einer Prophylaxe-Medikation erfolgen kann. Da gehe ich später noch drauf ein. Außerdem ist es interessant, bei einigen Kopfschmerzerkrankungen, welches Medikament gewirkt hat, denn es gibt einige Erkrankungen, wo nur spezielle Medikamente wirken und andere nicht, sodass man aufgrund der Wirksamkeit eines Medikaments auch Rückschlüsse auf die zugrunde liegende Erkrankung führen kann, wenn die Diagnose noch nicht sicher stand. So, ein kleiner Exkurs. Wann ist Kopfschmerz ein Notfall? Ich denke, hier sitzen ja hauptsächlich Patienten im Seminar, die eher mit schon länger bestehenden Kopfschmerzen zu tun haben, sodass ich auf den Kopfschmerz als Notfall hier nur kurz auf dieser Folie eingehen werde. Kopfschmerz ist immer dann ein Notfall, wenn sich ein plötzlicher, so nie vorher bekannter Kopfschmerz entwickelt. Man sagt auch Donnerschlagkopfschmerz oder Vernichtungskopfschmerz. Das ist immer ein Alarmzeichen. A, die Komponente sowas noch nie erlebt und B, das plötzliche Auftreten. Das lässt uns Neurologen immer an eine Erkrankung namens Subarachnoidalblutung denken, also eine Erkrankung, bei der eine Gefäßaussackung der Adern des Gehirns platzt und zu einer Blutung ins Nervenwasser führt. Das ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, die man nicht übersehen darf, die sofort behandelt gehört und sofort in intensivmedizinische Überwachung gehört. Deswegen, der Donnerschlagkopfschmerz ist ein Warnsignal und muss sofort zu einer Abklärung führen. Das Gleiche gilt für die drei Symptome Kopfschmerz, Fieber und Nackensteifigkeit. Wenn die drei Symptome vorliegen, muss man immer an eine Gehirnhautentzündung denken. Auch das ist eine lebensbedrohliche Erkrankung und muss sofort abgeklärt werden mit Bildgebung vom Kopf und dann auch einer Nervenwasserentnahme, die übrigens gar nicht so unangenehm ist, wie sie häufig in den Medien dargestellt wird. Im Weiteren ist es so, dass
ein Patient, der einen neuen Kopfschmerz entwickelt hat und gleichzeitig Probleme mit dem Bewusstsein entwickelt, also schläfriger wird oder gar nicht mehr erweckbar ist oder auch desorientiert wird, sollte als Notfall abgeklärt werden, denn auch das ist ein Zeichen dafür, dass eine akute Schädigung am Gehirn entstanden ist, die zu diesen Symptomen führt. Neurologische Auffälligkeiten. Neurologische Auffälligkeiten ist etwas, was letzten Endes in die Beurteilung des Neurologen dann in der Notaufnahme gehört, um zu entscheiden, welche Diagnostik brauche ich nun. Aber zum Beispiel ein Patient, der Kopfschmerz entwickelt hat und auch eine Halbseitenlähmung aufweist oder nicht mehr sprechen kann. Alles das sind Warnsignale, die dann zu weiteren diagnostischen Maßnahmen führen sollten. Eine andere Erkrankung, an die auch zu denken ist, ist ein Einriss an den Schlagadern, die das Gehirn versorgen, eine sogenannte Dissektion. Und da ist das typische Warnsignal ein gleichzeitig aufgetretener Schmerz im Halsbereich, vielleicht nach einem vorangegangenen Trauma. Häufig passiert es aber auch einfach so. Und zuletzt, ein wichtiger Punkt ist das Nicht-Ansprechen auf die Schmerzmedikation aus zwei Gründen. Erstens sagt mir, dass ein Patient, der schon seine normalen Schmerzmittel eingenommen hat und trotzdem noch Schmerzen hat, dass sich ja eine Wandlung in diesem Kopfschmerz ergeben hat, die auch Hinweis sein kann auf nun eine andere Kopfschmerzerkrankung mit einer Gewebeschädigung. Sprich, er muss neurologisch gesehen werden, um zu entscheiden, braucht er weitere Diagnostik. Und zweitens ist es ja auch so, dass ein Patient, der weiter Schmerzen hat, obwohl er schon seine Medikamente ausgereizt hat, allein aufgrund des Leidensdruckes, den er im Moment hat, behandlungsbedürftig ist, um ihn die Schmerzen zu nehmen. Das soll es auch zum Notfall gewesen sein. Es möchte gerade nicht weitergehen. So, jetzt geht's. Kommen wir nun zum wichtigen Punkt oder zum größten Punkt dieses Vortrags, die primären Kopfschmerzerkrankungen, allen voran die Migräne, und die wird in diesem Vortrag auch den größten Teil einnehmen. Vorweg, ich möchte Sie nicht groß quälen mit biochemischen Schaubildern, die irgendwelche Zusammenhänge von Molekülen und Signalwegen zeigen oder irgendwelche anatomischen Verschaltungen, sondern ich möchte einmal ganz basal darauf eingehen, dass es inzwischen so ist, dass man Migräne unter anderem, es ist schlussendlich noch nicht voll verstanden, aber ein wichtiger Teil spielt eine Art von Entzündungsreaktion an den Adern, die das Gehirn mit Blut versorgen, die im Rahmen der anflammenden oder des aufschoppenden Migräneattacke erstmal die Tendenz zeigen, sich zusammenzuziehen, um dann, wenn die Entzündung aufblüht, durch die freigesetzten Botenstoffe, allen voran das sogenannte CGRP, da werde ich später noch Medikamente vorstellen, die darauf ausgerichtet sind. In dieser Phase kommt es, weil dieser Stoff ein starker Botenstoff ist, der zu einer Gefäßerweiterung führt, zu einer Weitstellung der Gefäße, die dann durch eine Reizung der Hirnhäute, die das eigentliche Schmerzempfindliche am Gehirn sind, zu diesem typischerweise pochenden Schmerz führen. Zur Definition. Sie sehen hier den Ausschnitt aus der internationalen Kopfschmerzklassifikation für die einfache Migräne ohne Aura. Und hier ist beschrieben, dass die typische Migräneattacke eine Dauer von 4 Stunden bis zu 3 Tagen hat und weitere Charakteristika erfüllt. Ich springe noch einmal zurück. Die Kriterien sind A, mindestens 5 Attacken. Und hier kommt wieder der Kopfschmerzkalender ins Spiel. Man muss nachgewiesen haben, dass mindestens 5 Attacken
vorliegen, die diesen Charakteristika entspricht. Und dann ist B, das Kriterium 1, die Dauer, die ich gerade schon angesprochen habe. C, beschreibt denn die Charakteristika, von denen mindestens zwei vorliegen sollten. Das wäre der bei Migräne typischerweise einseitige Charakter. Es ist auch typischerweise so, dass Migränepatienten in der Regel den Kopfschmerz auf derselben Seite haben. Seitenwechsel sind aber möglich. Der pulsierende Charakter aufgrund des eben beschriebenen Mechanismus ist der weit gewordenen, pochenden, weil pulsierenden Gefäße. Eine mittlere bis starke Schmerzintensität und die Verstärkung durch körperliche Routineaktivität. Und dieser letzte Punkt ist ein wichtiger Punkt, der typisch, sehr typisch ist für die Migräne, dazu führt, dass Migränepatienten eher diese berühmte Rückzugstendenz haben, ihre Alltagsaktivitäten unterbrechen und eher eine abgeschirmte, ruhige Umgebung aufsuchen. Die weiteren Symptome unter D, die gefordert sind, sind die Begleitsymptome eher des autonomen Nervensystems, also des Nervensystems, was den Körper reguliert. Das wären dann die Erscheinungen wie Übelkeit oder Erbrechen. Ursache ist hier, dass in der Migräneattacke die Peristaltik, also die der Forttransport des Speisebreis vom Mund Richtung Darm, nicht mehr gut oder schlechter funktioniert und im schlimmsten Fall umgekehrt funktioniert. Das wäre dann das Erbrechen. Das ist gleich, wenn ich auf die Medikamente eingehe, bitte nochmal wichtig zu merken. Und Nummer zwei, Begleiterscheinung Photophobie oder Phonophobie, also die Licht- und Lärmscheu. Eine etwas speziellere Form der Migräne ist die Migräne mit Aura, die ist letzten Endes genauso definiert wie das, was ich Ihnen eben gesagt habe, hat aber vorangehende Auren, wie man sagt, also Vorboten, typischerweise visuell, also etwas, was man sieht in Form eines entweder Flimmerskotoms, also eines Ausfalls des Sehens mit typischerweise aber einem flimmernden, zackigen Rand, links oben im Bild oder ohne Skotom vorliegende zackige, bunte Lichterscheinungen, die aufgrund ihrer Zackigkeit an einen Vor erinnern, wie ich es unten nochmal zum Vergleich dargestellt habe. Und diese Erscheinung heißt Fortifikation. Man erklärt sich das so, dass diese Erscheinungen entstehen durch eine Minderversorgung des Gehirns mit Blut in der Phase, in der sich die Adern zusammenziehen. Typischerweise entsteht das Ganze in einer Welle von hinten nach vorne über das Gehirn. Hinten im Gehirn liegt die Sehrinne und je nachdem, wie weit sich das Ganze nach vorne ausbreitet, das wird immer seltener, je weiter es sich nach vorne ausbreitet, könnte dann als nächstes eine Gefühlsstörung, Sprachstörung oder Lähmungen hinzutreten. Wenn sowas das erste Mal auftritt, ist das natürlich ein Alarmsignal, weil das ja auch gleichzeitig ein Schlaganfallsymptom ist und sollte definitiv sofort zu einer Abklärung in einer neurologischen Klinik führen. Eine seltenere Auraform wäre der Schwindel. Der würde auftreten bei einer Migräne mit sogenannter Hirnstammaura, also wenn sich diese Aura im Bereich des Gehirns abspielt, in der das Gleichgewicht und die Augenkontrolle zum Beispiel unter anderem verschaltet ist. Eine Aura sollte immer vor den Kopfschmerzen auftreten, wie schon gesagt, in der Phase, in der sich die Adern zusammenziehen. Die Aura löst sich dann typischerweise auf und dann kommt es zu dem Kopfschmerz. Das wäre der typische Ablauf einer Migräne mit Aura. Wenn der Ablauf anders ist, was durchaus vorkommen kann, muss das aber immer zu einer viel sorgfältigeren und breiteren diagnostischen Abklärung führen. Wie wird behandelt? Die klassische Therapie der Migräneattacke besteht aus dem Mittel gegen Übelkeit MCP. Und es ist wichtig, MCP zu benutzen, denn MCP
sorgt dafür, dass die Peristaltik angeregt wird, wieder in die richtige Richtung zu laufen. Sprich, es behandelt genau den Effekt, der bei Migräne auftritt. Und es ist auch wichtig, das zu verstehen, denn wenn die Peristaltik nicht vernünftig funktioniert, werden auch die Schmerzmittel, die die Migräneattacke durchbrechen sollen, nicht schnell oder gar nicht aufgenommen und können entsprechend nicht adäquat wirken. Entsprechend ist es nicht so sinnvoll, in der Migräneattacke das Mittel Womex zum Beispiel zu nehmen. Das unterdrückt zwar das Erbrechen, reguliert aber nicht die Peristaltik. Das Ganze sollte dann kombiniert werden mit einem NSAR, also einem Medikament wie Aspirin oder Ibuprofen in einer hohen Dosis. Das heißt, 1 Gramm Aspirin, das sind 2 Tabletten, 2 × 400 Milligramm Ibuprofen akut. Dabei ist es wichtig, die 400 dazu nehmen. Die sind nämlich so formuliert, dass sie schnell aufgenommen werden. Eine 800er macht keinen Sinn. 800er sind retardiert, die kommen sehr langsam im Blut an. Eine Alternative auf dem deutschen Markt ist das Metamizol, was Sie vielleicht als Novalgin kennen. Auch das sollte man in einer hohen Dosis von 1 Gramm nehmen. Paracetamol zeigt keine gute Wirkung in den Studien und sollte nicht als Attackenmedikation typischerweise verwendet werden. Wenn diese einfachen Medikamente nicht wirken, haben wir seit über 10 Jahren hochpotent wirksame Medikamente an der Hand, die Triptane. Die Triptane regulieren eine besondere Unterart von Serotoninrezeptoren am Gehirn und sorgen dafür, dass die weitgestellten Gefäße sich wieder engstellen können. Dies sollte sicher nach sorgfältiger Abklärung rezeptiert werden, weil man vorher sicherstellen muss, dass der Patient keine anderen Erkrankungen hat, die mit Durchblutungsstörungen einhergehen, also wie Schlaganfall, Neigung zu Herzinfarkt, Schaufensterkrankheit mit verengten Arterien. Denn wenn man schon verengte Arterien potenziell mit diesen Medikamenten noch enger stellt, geht man natürlich das Risiko eines Infarktes ein. Wenn all diese Maßnahmen nicht wirken, würde man im Status Mykonosis mit Cortison über einige Tage, typischerweise 100 Milligramm Prednison, behandeln. Ergänzend gibt es weitere Möglichkeiten, die seit kurzem in die deutsche Leitlinie zur Behandlung der Migräne eingegangen sind. Das ist einmal die transkutane Nervenstimulation mit einem Gerät, das als Cephali vertrieben wird. Das ist das Bild hier mit der Dame mit dem Gerät auf der Stirn. Es wird zunächst dieses Pflaster über die Augenbrauen aufgeklebt. Dieses Pflaster hat Elektroden und das aufgesetzte Gerät sorgt dann für eine Stimulation der Austrittspunkte des Gesichtsnervs, der über den Augenbrauen mittig austritt. Und diese Nervenstimulation sorgt für eine günstige Modulation des Schmerzzentrums im Gehirn, das bei einer Migräne auch überaktiv ist und somit eingehende Reize von außen, wie zum Beispiel auch Licht, Lärm, verstärkt wahrnimmt und überempfindlich ist. Die Theorie ist, dass man damit einen Input nimmt und somit den Schmerz unterbrechen kann. Da habe ich auch schon einige Patienten gesehen, die da deutlich von profitiert haben, sei es in einer Attackentherapie als auch in der Behandlung der chronischen Verlaufsform und auch in der Prophylaxe. Des Weiteren gibt es eher aus dem asiatischen Raum Studien zur Akupunktur, die sich günstig erwiesen haben und auch eingehend auf die Theorie des übersteigert erregbaren Schmerzzentrums im Gehirn ist die Blockade, also die lokale Anästhesie des Hinterhauptsnervens, was auch zu einer Reduzierung des Inputs in diesen Hirnbereich beiträgt, um dann die überschießende Aktivität zu regulieren. Kommen wir zur Prophylaxe. Wann sollte man eine Prophylaxe einnehmen? Die Indikation
ist individuell. Die Leitlinie schlägt hier vor, wenn an mehr als 3 Tagen im Monat Kopfschmerzen auftreten oder der Kopfschmerz länger als 2, also die einzelne Attacke länger als 3 Tage anhält, sollte die Einleitung einer Prophylaxe besprochen werden. Oder auch wichtig, Attacken, die nicht auf die eben aufgezählte normale Attackenmedikation reagieren, stellen direkt auch eine Indikation zur Prophylaxe dar, weil man speziell solche therapieresistenten Attacken natürlich verhindern möchte. Das Gleiche gilt für komplizierte Auren, also zum Beispiel Auren, die so ausgeprägt sind, dass sie hin zu einer Lähmung führen, oder Hirnstammauren, die so massiv ausgeprägt sind, dass sie zu einem Schwindel führen, der zur Bettlägerigkeit und massivem Erbrechen führt. Dabei sollte man aber realistische Therapieziele im Auge behalten. So ist es zum Beispiel empfohlen, anzupeilen, dass man die Attackenfrequenz halbiert. Bei chronischem Kopfschmerz, der sicherlich noch schwerer zu behandeln ist, ist schon eine Reduktion um 30% erstmal ein gutes Therapieziel. Wie wird das gemessen? Wieder mit dem Kopfschmerzkalender. Deswegen, wenn Sie noch keinen haben, legen Sie bitte einen an. In der Behandlung ist es immer wichtig zu wissen, es gibt diesen Kopfschmerz vom Typ des Medikamentenübergebrauchs, Kopfschmerzes. Hier ist die Ausbildung darüber wichtig, sodass man wissen muss, man sollte je nach Medikament diese nicht an mehr als 10 oder 15 Tagen im Monat einnehmen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Zusätzlich in vielen Studien bewiesen, so einfach gesagt und so schwer umgesetzt, ist die Verbesserung des Selbstmanagements. Da geht es darum, seine persönlichen Auslöser zu erkennen und entsprechend möglichst sein Verhalten zu modifizieren. Aerober Ausdauersport ist ebenfalls hoch wirksam. Hier geht es um Sportarten, die Sie, ich sage es mal, einfach in Wallung bringen, über mindestens eine halbe Stunde durchgeführt werden, aber aerob sind, also sprich noch in einem Bereich sind, wo Sie eine normale Sauerstoffversorgung haben, also zum Beispiel joggen in einem Tempo, in dem Sie sich noch unterhalten können, Fahrradfahren, Schwimmen oder Ähnliches. Entspannungsverfahren habe ich ebenfalls schon angesprochen. Da wäre der Klassiker, der auch am besten mit Studien unterlegt ist, die progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen, entweder in Kursen zu erlernen, selbst zu erlernen, aber auch sehr gut zum Beispiel mit dieser Anleitung in der App, die ich schon erwähnt habe, oder einfach auch über die vielen verfügbaren YouTube-Videos. Im Bereich der chronischen Schmerzen und auch wenn als zusätzliche Erkrankung eine zum Beispiel depressive Erkrankung vorliegt, ist es auch definitiv relevant, dass man auch diesen psychologischen Part der Therapie mit einbezieht, um auch hier eine Erleichterung A bei der Schmerzverarbeitung und B natürlich auch des Affektes zu erreichen, um das Stresslevel zu reduzieren. Hier sehen Sie einmal die Übersicht der deutschen Leitlinie für die Behandlung der Migräne. Den Prophylaxeteil sehen Sie hier. Ist aufgeteilt in 3 Bereiche. Wichtig ist der linke Bereich, also die Medikamente mit einer hohen Evidenz, die also eine sehr gute Studienlage haben. Das ist einmal der Bereich der Beta-Blocker, also Blutdruckmedikamente, die auch regulierend auf den Herzrhythmus einwirken. Typischerweise benutzt man hier Metoprolol. Ein weiteres Medikament, das an anderen Rezeptoren wirkt, ist das Flunarizin, das zwei Besonderheiten hat. Darf es formell nur ein halbes Jahr verschrieben werden und B, darf es nicht bei Patienten eingesetzt werden, die eine Neigung zu Depressionen haben, weil es dies verstärken kann.
Die nächsten Medikamente, Valproinsäure und Topiramat, sind eigentlich Mittel gegen epileptische Anfälle, die aber auch eine Wirksamkeit in der Migränebehandlung gezeigt haben. Valproat hat die Besonderheit, dass es nicht bei Frauen im gebärfähigen Alter gegeben werden darf, weil es fruchtschädigend sein kann. Amitriptylin ist ein älteres Medikament, mit dem es viel Erfahrung gibt, das eigentlich ein Antidepressivum ist, aber auch in der Schmerztherapie, nicht nur im Rahmen der Migränetherapie, einen hohen Stellenwert hat und hochpotent ist. Botox ist zugelassen für die Behandlung der chronischen Migräne und wird in diesem Rahmen in einem spezifischen vorgegebenen Muster im Bereich des Stirns, des Gesichts und des Nackens verabreicht. Wenden wir einmal den Blick ganz nach rechts, also zu den Medikamenten mit geringerer Evidenz. Da finden wir weitere Medikamente aus schon angesprochenen Klassen, also einmal weitere Antidepressiva, Opipramol und Venlafaxin, sowie die unten stehenden Medikamente Lisinopril und Candesartan. Das sind Mittel gegen erhöhten Blutdruck. Da besteht zwar eine etwas geringere Beweislage bezüglich der Wirksamkeit, jedoch ist es absolut relevant, diese Medikamente zu kennen. Denn wenn der Patient eine passende Beierkrankung hat, nämlich einen Bluthochdruck, würde ich den auf alle Fälle an erster Stelle bei einem Migränepatienten mit einem Beta-Blocker und zum Beispiel Candesartan einstellen, bevor ich andere Medikamente nehme. Oder, sollte sowas vorliegen, vielleicht die bestehende Medikation modifizieren, um möglichst viele Medikamente mit ins Spiel zu bringen, die vor Migräne schützen können. Des Weiteren aufgeführt sind quasi Nahrungsergänzungen, also die Einnahme von Magnesium oder auch Magnesium in der Kombination mit Vitamin B2 und Coenzym Q10. Das ist auf dem deutschen Markt ein Präparat, das heißt Migravent, wo ich auch gute Erfahrungen mit habe, dass einige Patienten da wirklich auch von profitieren. So, wenn alle Medikamente der hohen Evidenzklasse nicht funktionieren, gibt es relativ neu auf dem deutschen Markt die sogenannten CGRP-Antikörper. Das sind also immunologisch wirkende Medikamente, die das schon angesprochene Entzündungsprotein CGRP, das an der Weitstellung der Gefäße beteiligt ist, abfangen und so hochpotente Wirkung bei Migränepatienten zeigen konnten. Diese Medikamente sind sehr teuer. Wir sprechen hier so um eine wenigstens niedrige fünfstellige Eurosumme Therapiekosten pro Jahr, sodass vom gemeinsamen Bundesausschuss festgelegt wurde, dass diese Medikamente nur einen Zusatznutzen zeigen, wenn sie eingesetzt werden bei Patienten, bei der sämtliche Medikamente der hohen Evidenzklasse keine ausreichende Wirkung gezeigt haben oder kontraindiziert sind. Dies gilt es vorher zu dokumentieren und dann einen entsprechenden Antrag bei der Kasse zu stellen. Und auch hier nochmal aufgeführt, rechts unten, die nicht-invasive Neuromodulation, also dieses Zifferli-Gerät mit den Elektroden auf der Stirn. So, jetzt gehen wir noch etwas kürzer auf die weiteren wichtigen primären Kopfschmerzerkrankungen ein. Die Differenzierung des Spannungskopfschmerzes kann manchmal nicht ganz einfach sein von der Migräne, weil vor allen Dingen diese Charakteristika der Einseitigkeit und des pulsierenden Kopfschmerzes sich bei Migränepatienten, die schon länger, ich nenne es mal, im Geschäft sind, teilweise vermacht und dann nicht mehr so klar festgelegt werden kann. Wichtig sind dann die weiteren Kriterien, nämlich dass ein Spannungskopfschmerz eher eine leichte Intensität aufweist und vor allen Dingen, und das ist der wichtige Punkt, nicht zu einer Verstärkung
durch körperliche Routineaktivitäten neigt. Also Sie können zum Beispiel trotz des Kopfschmerzes immer noch eine Treppe hochrennen, ohne dass Sie eine Steigerung Ihrer Beschwerden bemerken. Sprich, es liegt auch nicht die typische Rückzugstendenz vor. Und das Gleiche gilt auch für das Fehlen der Zusatzerscheinungen wie Übelkeit und Erbrechen oder die Phono- und Photophobie im Rahmen eines Spannungskopfschmerzes. Spannungskopfschmerz wird von seiner Qualität typischerweise vom Nacken her über den Kopf nach vorne ziehend beschrieben, typischerweise beidseits und typischerweise drückend und nicht pulsierend. Die Dauer ist sehr, sehr variabel. Das kann eine halbe Stunde sein, es kann bis zu 7 Tage anhalten und die Diagnose darf gestellt werden, wenn 10 Attacken vorgelegen haben, die dieser Definition entspricht. Zur Behandlung. Die sieht erstmal ähnlich aus wie eine Migräneattacke mit dem Unterschied, dass Paracetamol beim Spannungskopfschmerz wirksam ist und Medikamentenkombination speziell auch mit Koffein eine zusätzliche Wirksamkeit haben. Auch hier möchte ich schon einmal sagen, Obacht bei Kombinationspräparaten. Kombinationspräparate führen auch leichter zu einem Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. Quasi aus Mutters Erfahrungsheilkunde schon bekannt, das Pfefferminzöl auf die Schläfen hat inzwischen eine Studie, die das beweist und es ist auch von der Leitlinie empfohlen, dieses Mittel anzuwenden. Als Nebenbemerkung bitte Obacht, wenn Sie kleine Kinder und Babys in der Nähe haben, hier kann das ätherische Öl so reizend auf die Atemwege sein, dass es zu Atemnotsanfällen kommt. Also mit Pfefferminzöl auf den Schläfen, Abstand von Kleinkindern. Zur Therapie des chronischen Kopfschmerzes. Hier steht auch wieder allen Medikamenten voran das Medikament Amitriptylin in einer Dosis bis zu 75 Milligramm. Hier möchte ich einmal zu erwähnen, Amitriptylin ist hochpotent in der Schmerzmedikation. Es muss nur mit Bedacht eingesetzt werden. Und Sie als Patient müssen es auch quasi verstanden haben, wie das Medikament funktioniert. Es ist ein Antidepressivum. Es geht nicht darum, dass man sagt, sie sind depressiv, sondern es geht darum, die Schmerzverarbeitung zu modulieren und aus diesem chronischen Schmerzzustand wegzuführen. Die Schwierigkeit bei dem Medikament ist, dass diese modulierenden Effekte nach frühestens 2 Wochen einsetzen. Die Nebenwirkungen, die funktionieren leider sofort. Da ist eine typische Nebenwirkung, dass es müde macht, dass es schlafanstoßend ist. Deswegen gibt man es abends und muss dann beobachten, wie vertragen Sie diese individuelle Dosis, die man zum Start gewählt hat. Einem kräftigen Mann würde ich zum Beispiel 25 Milligramm geben und dann muss man einmal schauen, gibt es am nächsten Morgen einen Überhang, dann muss man die Dosis reduzieren und gucken, dass die individuelle Dosis erstmal gut vertragen wird, um dann, wenn der Patient sich an die Nebenwirkungen gewöhnt hat, die vermachen sich nämlich mit der Zeit, dann zu einer Dosissteigerung zu kommen, um dann wenigstens in einen Dosisbereich von 40 Milligramm zu kommen, ab dem eine prophylaktische Wirkung nachgewiesen ist. Des Weiteren gibt es so Nebenwirkungen wie zum Beispiel trockene Schleimhäute, trockener Mund. Auch das vermacht sich mit der Zeit. Und wenn dieses Prinzip der möglichst langsamen Steigerung ab einem Dosisspektrum, das zu tolerierbaren Nebenwirkungen führt, wenn das eingehalten wird, ist es ein hochpotentes Medikament. Auch hier einmal der Tipp, es gibt das Medikament neben der Tablettenform auch als Tropfenpräparat und da kann man sich wirklich ab sehr, sehr niedrigen Dosis tropfenweise in der Dosis steigern, um dann doch an diesen Therapieeffekt ranzukommen. Mittel der zweiten Wahl wären dann die
auch antidepressiv wirkenden Medikamente Mirtazapin und Venlafaxin, einfach auch, weil es da zu einer Modulation der Schmerzwahrnehmung kommt, gefolgt von den eben schon angesprochenen Medikamenten Valproat und Topiramat, was ja Anti-Anfallsmedikamente sind, und dem Medikament Tizanidin, was eher muskelentspannt ist und ja auch, was ja einleuchtend ist im Rahmen des Spannungskopfschmerzes, wenn da vielleicht die stressbedingte Überanspannung im Vordergrund steht. Nicht wirksam sind Opiate. Das ist wichtig, weil Opiate, das ist bekannt, es macht abhängig, aber auch Opiate führen neben der körperlichen Abhängigkeit auch sehr schnell in einen Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. Botox ist nicht wirksam im Gegensatz zur Migräne. Auch hier gelten dieselben zusätzlichen Maßnahmen wie bei der Migräne. Man kann Entspannungsverfahren lernen, man sollte Ausdauersport anstreben, man sollte seine persönlichen Auslöser meiden, man sollte gucken, wie man sein Leben so modifiziert, dass man möglichst von den einen dann bekannten Auslösern wegkommt. Zum Clusterkopfschmerz. Wie schon angesprochen, ist Clusterkopfschmerz die häufigste Erkrankung der sogenannten trigeminoautonomen Kopfschmerzen, also Schmerz im Trigeminusbereich. Das ist der Gesichtsbereich, führt aber auch zu einer Mitbeteiligung des Kopfes, sodass die anfangs genannte Definition definitiv weiter besteht. Dieser Schmerz ist ein massiver Schmerz. Wenn man mal Patienten gesehen hat, die an dieser Krankheit leiden, weiß man, worum es geht. Es führt zu dem Gefühl, der Teufel wühlt im Auge, sticht ein Messer in die Schläfe. Es müssen wirklich massive Schmerzen sein, die stark einseitig sind, häufig im Bereich des Auges empfunden werden oder im Bereich der Schläfe. Und im Fall des Clusterkopfschmerzes typischerweise 15 Minuten bis 180 Minuten dauern sollten. Sich diese Zeiten zu merken, ist bei dieser Art von Kopfschmerz relativ wichtig, weil die anderen Unterarten der trigeminoautonomen Kopfschmerzen sich hauptsächlich in der Dauer der auftretenden Kopfschmerzen unterscheiden. Zusätzlich ist gefordert, dass es autonome Symptome gibt, also wieder Symptome, die auf das vegetative Nervensystem, also das Nervensystem, das die Körperfunktion regelt, zurückzuführen sind, was zum Beispiel wären eine konjunktivale Injektion, also eine vermehrte Durchblutung der Bindehaut des Auges mit einer Rötung und ein tränenden Auge. Man kann das bei dem Herrn rechts im Bild an seinem linken Auge gut nachvollziehen. Dasselbe gilt zum Beispiel für das unter C genannte Lidödem, also eine Schwellung des Augenlides. Zusätzlich ist es typisch, dass die Nase auf der betroffenen Seite zugeschwollen ist und läuft und eher seltener zu sehen oder muss speziell darauf achten, ein vermehrtes Schwitzen im Bereich des Gesichts und der Stirn der betroffenen Seite und, das ist wieder ein häufiger Punkt, auch bei dem Herrn zu sehen, eine Miosis, also eine Engstellung der Pupille auf der betroffenen Seite und eine Ptosis, also ein hängendes Lid auf der betroffenen Seite. Clusterkopfschmerz tritt in sogenannten Clustern auf, also in zeitlich begrenzten Phasen, häufig jahreszeitgebunden, wo es dann gehäuft zu Attacken innerhalb des Tages kommt. Das können zwischen 1 und 8 Attacken pro Tag sein, laut Definition. Sicherlich gibt es da Ausnahmen von, aber das wären so die Kriterien, die gefordert sind, um die Diagnose eines Clusterkopfschmerzes zu stellen. Wichtig ist auch der Punkt körperliche Unruhe. Ich habe ja eben gesagt, das ist ein massiver Kopfschmerz, der typischerweise zum sogenannten Rocking führt. Das heißt, der Patient sitzt an der Bettkante, hält sich die betroffene Seite und schmeißt vor Schmerz seinen Oberkörper hin und her, ist unruhig, rennt hin und her. Und das ist ja etwas, was
deutlich eine Abgrenzung zur Migräne ist, wo der Patient ja eher ruhiger wird. Wie therapiert man das? Maßnahme Nummer 1 ist hochdosierter Sauerstoff. Da sage ich den Assistenten in der Notaufnahme immer, dreh alles auf, was aus dem Wandanschluss rauskommt, eingenommen über eine Gesichtsmaske mit einem Rückatembeutel, weil da noch mehr Sauerstoff ankommt, in sitzender Position, vornüber gebeugt an der Bettkante für eine Viertelstunde. Das ist bei ganz vielen Patienten schon wirksam. Letzten Endes dann auch eine einfache Therapie, weil dann auch für zu Hause eine Sauerstoffflasche für die Attacke verschrieben werden kann. Und zweitens ist die Wirksamkeit von Sauerstoff auch mit fast beweisend für diese Erkrankung. Wenn das nicht funktioniert, ist das Migräne-Medikament Sumatriptan wirksam, das es auch in einer Spritzenform gibt, was man dann ähnlich eines Insulinpens unter die Bauchhaut spritzen kann. Oder die Triptanform, die man nasal geben kann. Aufgeführt in der Leitlinie ist jetzt typischerweise Zolmitriptan in seiner Nasenspray-Form. Sumatriptan gibt es aber auch als Nasenspray. Hier ist der Trick. Es geht ja darum, den Wirkstoff ins Blut zu bringen über die Nase. Deswegen muss es in die gegenseitige Nasenöffnung gegeben werden, weil die Seite der aktuell laufenden Attacke ja potenziell zugeschwollen ist und das Medikament dann nicht zur Wirkung kommen kann. Eine weitere Möglichkeit auch, wie vorhin schon im Rahmen der Migräne angesprochen, um das Schmerzzentrum des Hirns von weiteren Einflüssen zu dämpfen, ist eine Blockade des Hinterhauptnervs, wie vorhin schon gezeigt, mit Lokalanästhesiemitteln. Und eine weitere Möglichkeit, auch sehr elegant, wie ich finde, ist das Geben von Lidocain in die betroffene Nasenseite. Also das ist auch ein lokales Betäubungsmittel, was man dann, wie hier in diesen kleinen Bildern unter dem Text gezeigt, am besten in Kopfhängelage mit Kopf leicht zur betroffenen Seite gedreht, in die Nase träufelt, sodass dann quasi ein See von diesem Betäubungsmittel an der Hinterseite der Nasenmuscheln entsteht, wo es dann dort ein Nervengeflecht, das sogenannte Ganglion Sphenopalatinum, betäubt, was verknüpft ist mit dem Gesichtsnerven und dort auch den Reiz gut dämpfen kann. Ähnlich wie bei der Migräne ist es so, dass wenn man mit diesen Maßnahmen die Attacke nicht durchbrochen hat, ist es möglich, Cortison zu geben, typischerweise 100 Milligramm oder 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, was dann ein bisschen weniger ist. Das ist eine individuelle Abwägung. Wenn die akute Attacke durchbrochen ist, geht es darum, möglichst schnell eine Prophylaxe einzuleiten, um den Patienten vor weiteren Attacken zu schützen. Das Mittel der allerersten Wahl ist Verapamil, ein Blutdruckmittel und Herzrhythmusmedikament, was man möglichst schnell in diese hohen Dosisbereiche von 480 Milligramm pro Tag bringen möchte. Das Ganze dann aber unter EKG und Blutdruckkontrolle. Wenn man es zügig hinkriegt, spricht man hier so von ungefähr einer Woche Aufsättigungszeit. Diese Zeit gilt es zu überbrücken. Das kann man entweder machen mit einer weiteren Occipitalis-Blockade. Wenn sie wirksam war in der Attacke, kann man das auch mit Cortison machen, um den Reiz länger aus diesem Nervenbereich rauszuholen. Oder man gibt die Medikamente aus der Triptan-Klasse über einen Zeitraum erstmal fest, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, um abzuwarten, dass man in einer vernünftigen Prophylaxe-Medikation ist. Neben dem Verapamil gäbe es noch die Möglichkeit, Lithium aufzusättigen. Das ist das Salz des Elements Lithium,
was häufig benutzt wird in der Therapie von Depressionen, oder das Antianfallsmedikament Topiramat zeigte sich auch als wirksam. Kommen wir zu guter Letzt zum Kopfschmerz bei Übergebrauch von Schmerz- und Migränemitteln. Der liegt mir sehr am Herzen, weil man häufig Patienten sieht, die in diesen Kopfschmerz gerutscht sind, vielleicht auch aufgrund der Unkenntnis dieses Kopfschmerzes. Und da gibt es wundervolle Studien aus Norwegen, die zeigen, dass einfach die Information, die Ausbildung der Hausärzte über dieses Thema, die dann auch beim Verschreiben einer zum Beispiel Migränemedikation den Patienten daraufhin explizit nochmal hinweisen. Und allein das führt zu einer massiven Reduktion der Kopfschmerzen vom Typ des Medikamentenübergebrauchs. Es ist so, dass es unterschiedliches Risiko besteht, abhängig davon, welche Medikamentenklassen Sie einnehmen. Deswegen steht hier auch in der Definition des Kopfschmerzes mindestens 10 oder 15 Tage pro Monat. Dazu möchte ich einmal sagen, dass die Triptane, also die Migränemedikamente, Triptane, Mischpräparate, wie eben schon angesprochen, und Opiate, die Medikamentenklassen sind, die schon bei Einnahmen an wenigstens 10 Tagen pro Monat zu der Entstehung dieses Kopfschmerzes führen können. Und die anderen Medikamente, also die einfachen Schmerzmittel, sind verdächtig, wenn man sie an mehr als 15 Tagen pro Monat einnimmt. Typischerweise ist das so, dass sich dieser Kopfschmerz also aus einer anderen Kopfschmerzerkrankung entwickelt. Das Risiko ist höher, wenn andere Beierkrankungen, wie zum Beispiel eine depressive Stimmungslage oder so etwas wie ein anderer Substanzmissbrauch vorliegt, dann ist das Risiko höher, diesen Kopfschmerz zu entwickeln. Formell muss dieser Kopfschmerz dann über 3 Monate vorliegen und innerhalb dieser Monate 15 Tage Kopfschmerzen vorhanden sein, um diese Diagnose zu stellen. Die Therapie ist so einfach wie dann aber auch schwer. Es geht nämlich darum, das auslösende Medikament abzusetzen. Und da kann man sich vorstellen, wenn man Kopfschmerzmedikamente absetzt, dass es dann erstmal zu einem deutlichen Aufflammen der Kopfschmerzen kommt. Da der Übergebrauch von Triptan so häufig ist, möchte ich einmal sagen, die gute Botschaft ist, dass der Übergebrauchskopfschmerz durch Triptane der am einfachsten zu entziehende Kopfschmerz ist. Da sagt man nämlich, dass dieser Kopfschmerz, der dann aufflammt, nach 3 Tagen abklingt und man relativ zügig zu dem zugrunde liegenden Kopfschmerz, nämlich typischerweise einer episodischen oder chronischen Migräne, zurückkommt. Der Entzug sollte so unterstützt werden und so eingeleitet werden, dass man vorher eine Prophylaxe-Medikation eingeleitet hat, die passend ist für den zugrunde liegenden Kopfschmerz. Also zum Beispiel bei einer zugrunde liegenden Migräne eine adäquate Medikation mit Amitriptylin und Beta-Blocker oder ähnlichen eingeleitet hat, um dann sehr geplant, vielleicht auch in einer Phase, wo der Patient vielleicht Urlaub hat, wo er sich um sich kümmern kann, dann dazu übergeht, diese Substanz abzusetzen. Und zwar von jetzt auf gleich. Da hilft kein Ausschleichen, die Substanz muss einfach raus und das Verständnis dafür muss vorliegen. Dann kann man es erreichen, dass bei 4/5 aller Patienten, also mindestens 80%, es erreicht werden kann, dass man zurückkommt auf den alten Kopfschmerz, den man dann mit einer adäquaten Prophylaxe weiter reduzieren sollte. Okay, kommen wir zu Ihren Fragen.
Ja, ich warte etwas ab. Im Moment gibt es noch keine Fragen im Chat. Okay, ich sehe keine Fragen. Die Teilnehmerzahl reduziert sich auch schon, sodass ich mich einmal bei Ihnen bedanken möchte, dass Sie bei der heutigen Sprechstunde Altona dabei waren. Ich wünsche Ihnen weiter ein schönes Wochenende.